Schaut mal die Salaf, was sie sagten. Sie sagten, für jeden Hadith, den sie gelernt haben, haben sie einen Dirham bekommen. Schön. Oh Wallahi, man soll investieren, weil du investierst in eine Aktie, die auf jeden Fall Jannah Stock ist. Das ist Jannah Stock. Du investierst wo? In deine Kinder. Beste Investition, die du machen kannst. Schaut mal, wie viele Leute liegen an ihrem Todesbett? Väter. Er sagt, weder kommt mein Sohn, noch kommt meine Tochter. Warum kommen sie nicht? Weil er hat ihnen Dunya beigebracht. Er hat ihnen beigebracht, dass sie ein Haus brauchen, dass sie das brauchen. Dann wird auch keiner da sein zu dem Zeitpunkt. Aber wie ist das bei den Gläubigen, wenn der Vater, Wallahi, ich sage euch eins, es gibt einen Multimilliardär, möge Allah ihn segnen, der hat 49 Kanäle. 49 Kanäle. Und der war einmal bei uns in der Moschee und ein Bruder hat ihn mir vorgestellt. Und subhanallah, als ich mit ihm geredet habe, Wallahi, keine einzige Spur von, dass er reich ist. Überhaupt nicht. Sehr bescheiden, auch Doktor in der Hadith-Lehre, Allahumma barik. Ich hätte an dem Tag, hätte ich sogar die Khutbah ihn übergeben, aber ich wusste nicht, wer er ist. Als der Bruder ihn mir vorgestellt hat, habe ich ihn kennengelernt. Dieser Mann, der ist Multimilliardär. Schaut mal, seine Mutter sitzt fast den ganzen Tag vor der Kaaba und macht Dua für ihn. Fast den ganzen Tag vor der Kaaba und macht Dua. Er verteilt so viel Geld bei Sitzung. Der kriegt fürs Waisenhaus, der kriegt für die Moschee, der kriegt für Krankenhaus, der kriegt, der verteilt Geld und Geld kommt noch mehr rein. Aber will er das Geld? Er will das Geld nicht. Er will das Geld nicht. Was will ich euch damit sagen? Schaut mal, der ist Multimilliardär, der ist, ich denke, 55 ungefähr in dem Dreh. Wenn er nur hört, dass irgendwas mit seiner Mutter ist, ganz gleich an welchem Punkt der Welt sich befindet, er kommt sofort nach Hause und lässt alles liegen und stehen. Das ist die Frucht von der islamischen Erziehung. Das ist die Frucht. Aber was bringen wir heute unseren Kindern bei? Mein Kind muss erstmal zur Schule. Okay, geh mal zur Schule, wo ist das Problem? Dann muss er studieren. Er will dir damit sagen, er ist beschäftigt. Dann, nach dem Studium, muss er das machen. Das heißt mit anderen Worten, er hat keine Zeit für die Religion. So. Und dann wundert er sich, dass so ein Sohn nicht neben ihm steht im Krankenbett. Dass so ein Sohn nicht einmal zur Beerdigung kommt. Ich habe Leute gehabt, die sind zu mir nach Berlin gekommen. Die haben gesagt, bitte kannst du die Janaza, das Begräbnis von dem und dem leiten. Die eigenen Kinder kommen nicht. Die eigenen Kinder sind nicht gekommen. A'udhu billah, wenn wir solche Kinder haben. Deswegen sollen wir wissen, wen wir erziehen, wie Geschwister.